Guten Morgen, meine Damen und Herren. Liebe Frau Nickemann, vielen Dank für die freundliche Einführung und für die Einladung, hier bei Ihnen heute sprechen zu dürfen. Ich fürchte, meine Damen und Herren, ich bin, glaube ich, so etwas wie das analoge Wasser im digitalen Wein in den nächsten 20 Minuten. Vielleicht auch ein bisschen oldschool, kann auch sein. Aber glauben Sie mir, ich komme in friedlicher Absicht. Und um das zu zeigen, meine friedliche Absicht, werde ich Ihnen zunächst so in den ersten paar Minuten einen Crashkurs zu den Frankischen Stiftungen und ihren Sammlungen geben müssen, damit Sie dann im folgenden längeren zweiten Teil meine Überlegungen, meine Beobachtungen, die ich entfalten möchte, mit dem Blick auf das Tagungsthema Zugang gestalten, besser folgen können, so hoffe ich, Sie vielleicht auch verstehen können. Also, beginnen wir mit den Frankischen Stiftungen in Halle. Sie sehen sie hier. Der pietistische Theologe und Pädagoge August Hermann Franke begründete 1695 vor den Toren der Stadt Halle in Brandenburg-Preußen ein Waisenhaus und eine Bildungsanstalt für alle Stände der frühneuzeitlichen Gesellschaft, sowohl für Jungen als auch für Mädchen. Für dieses umfassende Sozialfürsorge- und Bildungssystem schufen Franke und dann auch seine Nachfolger bis 1748 eine ganze Schulstadt, die Sie heute in ihrer aktuellen Daseinsweise hier sehen können. Seit 1792 wird diese Schulstadt als Frankens Stiftungen bezeichnet. Diese Stiftungsarchitektur ist ein einzigartiges Zeugnis sozialer und pädagogischer Architektur bürgerlichen Ursprungs im Zeitalter des Barock. Bürgerlicher Ursprung, das ist wichtig. Das Ensemble vereinigt differente architekturstilistische Elemente, zum Beispiel von Schlössern, von Palais, von Hospitälern, um 1700 einen neuen Bautyp zu entwickeln. Dieser neue Bautyp fügte dem europäischen Barock eine neue Facette hinzu, geprägt von einem nüchtern erhabenen Stil, ganz im Kontext des pietistischen Protestantismus. Die Architektur und der Raumentwurf verkörpern dabei die Ideen für einen grundsätzlichen Reformentwurf der Ständegesellschaft mit Blick auf das Individuum und zugleich auch in transnationaler Perspektive. In der Architektur, spiegeln sich die nötigen Ideen dafür in den Feldern Erziehung, Bildung, Frömmigkeit, Fürsorge und Wissenschaft. Das heißt, Tangible und Intangible Heritage verschmelzen hier aufeinander geradezu idealtypisch. Die Architektur und die Raumorganisation der Stiftungen sowie auch das mehrgliedrige Schulsystem und die Pädagogik besaßen im 18. Jahrhundert Modellcharakter. Die pietistisch-frühaufklärerischen Reformideen wurden über ein stetig wachsendes europäisches und transkontinental zu denkendes, überaus dichtes Netzwerk, Sie sehen das hier für den deutschen als auch für den transkontinentalen Raum, an Akteuren verbreitet. Und dieses Netzwerk versorgte dann auch die Sammlungen der Schulstadt mit Objekten und Gegenständen. Denn von Beginn an, seit 1698, waren Sammlungen Teil des Konzepts. Und aus dieser Geschichte heraus, des 18. Jahrhunderts, entwickeln sich die bis heute in den Stiftungen bestehenden Sammlungen. So ist etwa Teil des baulichen Ensembles das älteste erhaltene freistehende Bibliotheksgebäude Deutschlands von 1726, was Sie hier hinter mir sehen können. Diese Bibliothek allein umfasst in ihrer historischen Kulisse, die Kulisse deswegen heißt, weil ihr architektonischer Entwurf an eine barocke Theaterkulisse denken lässt, allein diese, Sie sehen sie hier, umfasst 28.000 einzelne Bände. In der Handschriftenabteilung werden ebenfalls nur ein Beispiel allein vom Stiftungsgründer Franke über 22.000 einzelne Handschriften, Adressat und Verfasser aufbewahrt. Beide Bestände zusammen werden bei uns im Studienzentrum aufbewahrt, sie werden erschlossen, digitalisiert und der Forschung zur Verfügung gestellt. Unter der Leitung meiner Kollegin Britta Klosterberg
gab es in den zurückliegenden Jahren dazu umfangreiche von der DFG geförderte Erschließungsprojekte, Rekonstruktion, Katalogisierung und Provenienzverzeichnung sowie die pietistischen Kommunikationsnetzwerke. Alle Daten zu diesen großen Mengen sind online more or less leicht verfügbar und recherchierbar. Zu Beginn des 18. Jahrhunderts also war in der Schulstadt Frankes eine ganze Sammlungstopographie entstanden. Dazu gehörten unter anderem ein anatomisches Kabinett, Sammlungen von mathematischen, optischen und physikalischen Instrumenten, eine sogenannte mechanische Kammer und ein astronomisches Observatorium. Im Zentrum dabei stand aber ein Naturalienkabinett, wie es hieß, zur Erziehung der Jugend. Unter dem Sohn des alten Frankes wurde diese Naturalienkammer 1736 bis 41 nach dem sozusagen stereotypen Makrokosmos im Mikrokosmos-Modell professionell und öffentlichkeitstauglich im Mansarddach des Waisenhauses eingerichtet, exakt wo sie bis heute, Sie sehen hier ein Bild, zu sehen ist. Dabei wurden ca. 5000 Objekte in eine vielschichtige Ordnung und Rauminstallation integriert, im 18. Jahrhundert wohlgemerkt, die auf mehreren Bedeutungs- und auch Sinnebenen funktionieren sollte. Wissenschaft, Unterricht, Imagepolitik, Werbung für die Mission. In den 1990er Jahren dann konnte diese einzigartige, fast verlorene Sammlung, es ist wohl die älteste erhaltene Sammlung in Hinsicht auf das Gesamtsetting, also Raum, Mobiliar, Objekte, Gestaltung, Ordnung für pädagogische Zwecke in Europa, gerettet und rekonstruiert werden und unter der Leitung von Thomas Müller-Balke der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Heute bewahren, zeigen und erforschen und more or less langsam digitalisieren wir immerhin noch 3600 existente Objekte. Und schließlich, drittens, ist die im Wesentlichen vollständig erhaltene Gesamtarchitektur auch als eine historische Sammlung zu verstehen. Diese Architektur, Sie sehen hier den Zustand 1989 und jetzt, diese wird erhalten, sie wird genutzt und sie wird erforscht. Vor diesem hier ganz knapp skizzierten Stiftungsgeschichtshintergrund entfaltet sich für uns heute ein komplexes Gebilde als Stiftungsauftrag, das auf die ursprünglichen Stiftungsideen rekurriert, diese in die Gegenwart übersetzen soll und die auf vier Säulen ruht hier. Die Wissenschaft und die Kultur mit den beiden Säulen Studienzentrum und Stabsstelle sind hier integriert, oben rechts. Daraus ergibt sich die Aufgabe, auf ganz unterschiedlichen Feldern und Wegen die Geschichte der Stiftung zu vermitteln. Wir streben also an, zu sein und uns zu verstehen als lebendiges Erbe, das einer möglichst großen Zahl von Menschen, alle Generationen, alle soziale Herkunft, national und international, Zugang zum Erbe, dessen Erschließung, Erforschung und seiner Bewahrung verschaffen will. In der Praxis der Stabsstelle nun entfaltet sich dieser Zusammenhang von Bewahren, Erforschen, Zeigen und Vermitteln ganz konkret. Das Profil dabei ist, auch wenn es banal klingt, es ist basal wichtig, interdisziplinär und international. Die Stabsstelle ist im Zentrum der Stiftungsarbeit platziert und sie interagiert mit allen anderen Abteilungen. Arbeitsfelder der Stabsstelle sind stichpunktartig, dass Sie das nur gehört haben, die folgenden. Wissenschaftliche Projektentwicklungen, zuletzt zur Architektur, hier auch mit einer 3D-Erschließung für museale Zwecke und für wissenschaftliche Zwecke, Ausstellungskonzeption, internationale wissenschaftliche Beziehungen, strategische Perspektivplanungen, Nachwuchsförderung durch ein eigenes Fellowship-Programm, das wir durch eine bürgerliche Stiftung jedes Jahr anbieten können, Nachwuchsförderung über Lehrer an der Universität, über Abschlussarbeiten und Promotion und auch Weiterbildung innerhalb der Stiftung, also unter den Kollegen. Neben den oben genannten, bereits genannten tiefen erschlossenen und online über unsere Datenbanken zugänglichen Ergebnissen der großen Erschließungsprojekte ist hier zusätzlich insbesondere auf das Franke-Portal hinzuweisen, in dem nämlich diverse historische Sammlungsbestände der Stiftungen digital zur Verfügung gestellt und, das ist das Neue, interaktiv miteinander verknüpft werden, sodass die Bestände modulübergreifend abzusuchen und nach Interessenlage, Fragestellung, Perspektive, Wissen oder Erstdaten generiert werden können.
Vor diesem größeren Hintergrund der Stabsstelle hat diese neben der konkreten Forschungsarbeit also auch Vermittlungsarbeit über die wissenschaftlichen Erkenntnisse sowie über die Wege, zu Erkenntnissen zu kommen, zu leisten. Demzufolge sind die Zielgruppen der Stabsstelle und seines Umfeldes sehr heterogen, sie sind national und sie sind wieder international. Wissenschaftler, Kulturschaffende, Studierende, Touristen, Hallenser, Menschen aus der Region, Schülerinnen und Schüler, ganz wichtig, sowie aber eben auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des eigenen Hauses. Dies wird durch unterschiedliche Wege, Formate und Medien realisiert. Auch hier nur wieder ein kurzer Überblick. Wissenschaftliche Veranstaltungen aller Art, Publikationen, die Homepage, Themenabende, Ausstellungen, Veranstaltungen in den Sammlungen in situ, öffentliche Stipendiatenkolloquien bei Kaffee und Keksen am Nachmittag, damit es fluffig bleibt, Lehrveranstaltungen mit Praxisbezug an der Universität, oft mit der Ausrichtung, mit den Studierenden zusammen kleine Ausstellungen zu entwickeln, kleine Kataloge zu realisieren. Und ein ganz wichtiges Format sind die Führungen durch das Ensemble, die historisch anknüpfen an die Kultur des sogenannten Herumführens, das bereits seit der Zeit von 1701 aufwärts bei uns im Haus dokumentiert ist. Es geht also dabei darum, die Interessenten am Wissen über das Erbe und am Prozess der Wissenschaft teilhaben zu lassen und ihre Fragen, Einwände und Interessenlagen als Impulse zu verstehen. Dies ist auch zu denken in Zeiten der dauerhaften Informations-, Wissens- und Reizüberflutung. Wer liest denn aus welchen Gründen was, egal ob analog oder digital? Der Herumführende vor Ort, on-site, bietet also auch Orientierung. Er bietet ganz konkrete Zugänge an. Idealerweise entsteht dann dabei, mein Anspruch, ein permanenter Austausch zwischen den Besuchern und zwischen den Agierenden in der Institution. Diese analoge Kultur ist für ein derart komplexes und vielschichtiges Erbe und Setting wie unseres in den Frankischen Stiftungen geradezu zwingend. Dies wiederum rekurriert dezidiert auch auf die Ästhetik des Ortes, auf die Haptik der Objekte. Denken Sie an die Wunderkammer und denken Sie an die Bibliothek. Insgesamt also auch auf die Aura des Ortes oder, um es mit der UNESCO zu formulieren, den Sense of Place. Ich vermeide hier, Klammer auf, im Übrigen absichtlich den Begriff des Authentischen, Klammer zu. Dies aber ist zugleich, wie wir eingangs gesehen haben, eben auch zentral als nötige Reaktion auf die vielfältigen historischen, intentionalen Wechselbeziehungen zwischen den Ideen, den Objekten und den Architekturen zu verstehen. In diesem Spannungsfeld entfaltet sich dann nämlich auch die Frage nach dem Verhältnis von analoger und von digitaler Welt. Die digitalen Möglichkeiten und Formate, die wir ja auch entwickeln und die wir auch anbieten, treten zu diesem analogen Setting quasi ergänzend hinzu. Sie sind informierend, sie sind im besten Falle stimulierend und sie sind oder sollen natürlich vertiefend sein. Sie sind also Bausteine dieses komplexen Settings. Es geht darum, meines Erachtens, beide Welten sinnvoll zu amalgamieren und nicht der ja durchaus bestehenden Gefahr des Wegdigitalisierens, so zuletzt die FAZ am 7. Oktober, also der Entkopplung des Individuums von der haptischen, sozialen Erfahrung von Kultur und Wissenschaft durch die digitalen Reservoirs zu stark zu betonen, dies aber eher produktiv zugleich als eine tatsächlich existierende Gefahr zu erkennen. So gibt es etwa auch im Franke-Portal, unser kurz erwähntes digitales Vorzeigeobjekt, eine von Kollegin Klosterberg entwickelte interaktive Komponente zum Ausbau und zur Weiterentwicklung der dort eingestellten Dokumente, das sogenannte Crowd-Transcribing. Schönes englisches Wort, oder? Crowd-Transcribing. Nun, unter der Perspektive unserer Tagung Zugang gestalten, ist die Stabsstelle Forschung eben als ein Mittelweg zu sehen. Forschend vermitteln und vermittelnd forschen. Kommen wir zum Fazit. Als Akteur der Stabsstelle befindet man sich also folglich in der Rolle eines Go-Between. Vermitteln zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit,
aber auch zwischen Öffentlichkeit und Wissenschaft. Denn auch die Wissenschaft benötigt Kontakt zu Interessenlagen, die weder unmittelbar auf Forschungslogik, also Desiderate, noch auf Jubiläumslogik fußen müssen, sondern die in den Lebenswelten der Menschen verwurzelt sind, die sich außerhalb der Wissenschaftsinstitutionen befinden. Diese Tätigkeit ist hochmotivierend, sie fordert aber zugleich auch zu einer permanenten Selbstreflexion auf. Zudem ist ein zentraler Bestandteil dieser Bemühungen, die jeweils gerechte Adressatensprache zu finden, also den guten, den richtigen Ton zu treffen, wenn man so will, um eine Kommunikationsbeziehung überhaupt herstellen zu können. Hierbei kann die Spanne sich, wie meine Erfahrung zeigt, extrem weit öffnen. Von intensiven Forschergruppenkontexten oben links bis hin zu Auftritten bei Betriebsfesten. Hier die Firma Kati in Halle, sowas wie das ostdeutsche Dr. Oetker, um dort ganz simpel Basics zu vermitteln und ins Gespräch zu kommen. Oft, wie man sieht, auch gern zusammen mit den berühmt-berüchtigten Walking Acts. Zugänge zur Wissenschaft und Kultur bedürfen also einer offenen Begegnungskultur, die es zu generieren gilt und für die es einen Raum benötigt. Dieser Raum wird im kulturpolitischen Diskurs in der Regel mit dem Begriff Schnittstelle bezeichnet. Nimmt man diesen nun wörtlich, so handelt es sich zunächst erstmal nur um einen Berührungspunkt. Der aber zu definierende Raum für die angesprochene Begegnungskultur oder, wenn Sie so wollen, Zugangskultur, ist aber viel mehr als das. Er ist nämlich inhaltlich, methodisch, sozial, materiell und auch virtuell zu definieren. Ein solcher relationaler Raum umschließt ganz konkrete Sammlungsräume, er umschließt Seminarräume, virtuelle Plattformen, ebenso wie Räume im Freien, Gärten oder andere museale historische Orte. Und hier sind in der Zukunft, so meine ich, Formate zu entwickeln, die die analoge mit der virtuellen Welt verbinden, Angebote zu schaffen, die beide Ebenen auch habituell und intellektuell miteinander verschränken. Vielleicht ist diese Diskussion eine Diskussion, die unter dem Label, das ich erst hier gelernt habe auf der Konferenz, des Postdigitalen zu subsumieren. Oder anders formuliert, in und nicht an der Schnittstelle zu arbeiten von Wissenschaft, Kultur, Bildung und Öffentlichkeit bedeutet, diesen Raum zu gestalten. In ihm nämlich findet genau das statt, was Politik und Gesellschaft dauerhaft eingefordert haben und dauerhaft einfordern werden, nämlich eine Begegnung im von mir skizzierten Idealfall als Interaktion zwischen Wissenschaft und Nichtwissenschaft, die auf gegenseitigem Respekt und auf Offenheit basiert. Es sei abschließend hier angemerkt, dass dabei auch eine gute Portion Humor nicht nur nützlich, sondern geradezu elementar ist. Ich weiß nicht, wie das in der digitalen Welt ist. In der analogen Welt ist das essentiell. Ein kleines Beispiel zum Abschluss. Die Sache mit dem Humor, wussten ganz offenbar auch schon die Pietisten und die aufgeklärten Nachfolger im 18. Jahrhundert. Und ich habe ein Beispiel ausgewählt, das hoffe ich für Sie einsichtig ist, weil es unmittelbar zum bevorstehenden Reformationsjubiläum passt. Im März 1830 berichtete der Weimarer Prinzenerzieher Friedrich Soré an seinen Freund Johann Wolfgang von Goethe am Frauenplan in Weimar, Goethe, der immer an Sottisen über den Papst interessiert war, Folgendes über ein Objekt der Wunderkammer, die Sie eben gesehen haben, und das bereits mindestens seit 1741, also 100 Jahre vorher, dort aufbewahrt und bei den Herumführern des 18. Jahrhunderts, von denen ich gesprochen habe, dem Publikum gezeigt worden ist. Zitat: In der Kuriositätensammlung des Frankischen Instituts in Halle sah ich eine alte Uhr, deren Pendel eine Waage ist, die bei jeder Schwingung auf und ab geht. In der einen Waagschale sitzt Luther, in der anderen Calvin oder Melanchthon. Über dem Zeiger, mitten auf der Uhrscheibe mit beweglichen Augen, steht die hochwürdige Gestalt des Heiligen Vaters und blickt tränenreichen Auges angstvoll einmal nach rechts und einmal nach links,
je nachdem der eine oder der andere seiner beiden gefährlichsten Gegner emporkommt. Zitat Ende. Kommen wir also zum Schluss. Mir scheint, dass zum Ausbau dieses sensiblen, komplexen, meines Erachtens aber überaus wichtigen und manchmal offensichtlich auch humorvollen Zugangsraumes in struktureller Hinsicht noch einiges zu leisten ist und zu leisten sein wird. Anders, politisch, direkter formuliert, diese Zugangsräume und ihre institutionellen Verankerungen, in denen sich die Welten begegnen, Wissenschaft, Nichtwissenschaft, sozial offen, national offen, virtuell und analog, die Zugang definieren und praktizieren, sollten künftig sehr viel stärker in den Förderstrukturen berücksichtigt werden, als dies das momentan der Fall ist. Ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.